Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dark Souls 3, Folge Nummer 12. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Selbstmord-Squad gespielt, Suicide Squad, um das dunkle Zeichen für die Yol-Quest-Reihe aufzuleveln. Ich hole jetzt noch das letzte bisschen Seelen. Ich habe ein bisschen zu meinem Upload-Plan, beziehungsweise zu meinem Upload... zu meinem Upload-Zirkus, wollte ich schon sagen, Zyklus erzählt und dass ihr mich gerne deabonnieren könnt, wenn es euch nicht passt. Ich mache das immerhin. Ach, ich habe genug gesagt letztes Mal. Und jetzt gucke ich noch, ob der Clan verfügbar ist, der Wallbauer-Clan, denn ich habe total vergessen, beziehungsweise ich wusste es da noch nicht. Ich habe sogar einen NPC gekillt, aus Versehen, was wahrscheinlich darin, wie nennt man das, wofür ich mehr invaded werde, sagen wir es so. Und habe dann auch dieses Vieh angegriffen, was mich zu dem Clan bringt. Komm, greif schon. Come on, Alter. Und deswegen schaue ich jetzt einfach nochmal nach, ob ich noch in den Clan rein kann. Ich hoffe natürlich. Es wäre nämlich sehr schade, wenn nicht. Dieser Schrei. Na komm. Jetzt muss ich ja nochmal gegen die ganzen Debes-Heinis antreten. Au, oh, das sind ja alles Grey Reds Freunde hier. Okay, ciao, Bro. Au. Piekst nicht den Drachen. Er piekst vielleicht heftig zurück. Ich hoffe so sehr, dass wir da noch rein können. Kann ich euch nämlich noch was Nices zeigen. So, da läuft er auf jeden Fall. Ich hoffe, er greift uns nicht an. Let's get up, Bro. Ja, Mann, wir können rein. Perfekt. So, jetzt seht ihr noch ein Video, wie man zu dem Wallbauer-Clan kommt. Gott, hat mich das gerade erschreckt. So, hier unten wären wir. Hier kommen wir auch tatsächlich später im Spiel nochmal hin. Man hört es sogar. Nice. Da ist unser Kollege, gegen den wir auch tatsächlich schon mal gekämpft haben. Tempelritter Hodrick. Shackles of the gods are fragile. You might need this
your sanity is slipping. Come here to pile up your victims, for that will form your anchor. You'll see when you go mad. They'll be your family. You'll go mad one day, but not today. Take my advice. Use this bone and leave this place. This pit is for hollows and for the occasional madman fond of piling up victims. You've better things to do, I'd hope. This pit is for hollow. So, ihr seht, wir haben jetzt, ich zeige euch nochmal, hier könnt ihr eure Opfer darbieten, also Bande der Wirbelsäule. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich spare mir das noch auf. Und hier ein Kriegsgott, Holzschild, und wir verschwinden jetzt mit dem Heimatkampf. Ciao, wir sehen uns noch, Kollege. Zurück zum Feuerbrandschrein, denn dort mit den 4500 Seelen, die wir jetzt haben, können wir den letzten Zauber von Joel kaufen und uns dann noch ein paar Mal in die Tiefe stürzen. Freut ihr euch? Ich mich auch. Oh, tatsächlich haben wir noch ein Level Up wieder. Für einfach gar nichts. Gut, das mache ich jetzt. Stärke hoch. Hä, sind wir jetzt schon... Oh ja, tatsächlich. Wir haben es geschafft, also wir müssen uns doch nicht... So, also das war's jetzt mit Joel. Also er wird jetzt bald sterben. Wir haben aber alles von ihm, deswegen verbeugen wir uns einfach nochmal. Danke, Joel, für deine Dienste. Bist ein cooler Dude. Hast auch ein cooles Voice-Acting. Und wir verabschieden uns jetzt. Ich zeige euch jetzt nochmal was. Und zwar hier. Wir können statt den unglaublich tollen Sunbros, die ihr auch immer sein solltet, die Wallblower ausrüsten. Und dann wird euer Rufzeichen, das zeige ich euch jetzt gleich, weil wir müssen jetzt... Ah, warte, ich will euch noch den Sprungtrick zeigen. Da wird euer Rufzeichen statt weiß, wie es normalerweise ist, lila. Und ihr könnt tatsächlich den Host und seine Phantome attackieren. Aber sie euch auch. Und ihr könnt sogar die NPC-Gegner attackieren. Also ihr könnt das freundliche Phantom sein und gleichzeitig einfach nur auf eine Gelegenheit warten, dass ihr denen in den Arsch tretet. Zum Beispiel, wenn sie unachtsam sind und ihr dann kommt und sie einfach backstabt. So, was wollte ich jetzt hier? Ach, ich bin ja so ein Trottel. Ehrlich jetzt, ey. So, ich kann das schon mal erklären. Und zwar, ich habe euch ja gesagt, ihr braucht diesen Turmschlüssel. Da kriegt ihr schöne Geschenke. Ja, das stimmt. Ihr braucht den Turmschlüssel. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, da hochzukommen, ohne den Turmschlüssel zu haben. Ihr könnt da zwar nicht hoch zu der Glocke und zu der Feuerhüterseele, aber zumindest zu Snuggly. Und zwar, ihr habt es gesehen, es sah jetzt bei mir wieder einfach aus, weil ich es halt einfach schon seit Jahren mache, nichts anderes außer Dark Souls spielen, aber ihr müsst den Baum hochrennen, einen Sprung nach rechts machen und ihr seid hier auf dem Dach, könnt euch hier die Heimatknochen nehmen, könnt hinten zu dem Funkeltitanit und könnt hier sogar zu Snuggly. Ich schau mal, ob ich gerade irgendwas habe, was sie möchte. Den haben wir noch nicht gefunden. Tatsächlich haben wir was. Hey, Snuggly. Ich meine, Pickle Pee und Pomperum. Ich habe das doch letztens... Ich nenne die immer nur Snuggly. Macht euch keinen Kopf deswegen. Oder schreibt, hey Daniel, das heißt aber gar nicht Snuggly. Ihr seht, er freut sich. Und wir kriegen eine große Titanitscherbe. Und jetzt noch eine hiervon. Und Titanitbrocken. Und jetzt noch ein Köderschädel. Und die Hallo-Maske, die ist sehr cool. Die kennt ihr wahrscheinlich aus der Prepare to Die Edition.
So könnt ihr auch Leute cool begrüßen, indem ihr einfach so macht. Ist ja gut, Pickle Pete. Ich schaue jetzt gerade mal, was ich noch habe. Was konnte ich eine Sonnenlichtmedaille denn geben? I'm not sure. Können wir aber mal machen. Ja, okay, okay. So, okay, wir haben keine Seelen. Also das war's jetzt auch. Ah, das ist sogar, glaube ich, meine Nachricht noch hier. Hüpf. Hüpf. So, und was war's noch? Wallblauer. Warum sage ich immer Wallblauer? Das habe ich. Sprungtrick, Yol-Quest machen und mit Greyred sprechen. Alles erledigt. Sehr gut. Dann sind wir tatsächlich durch und können mit dem normalen Spieldurchlauf weitermachen. So, mal gucken, was der Timer sagt. Der Timer sagt noch 7 Minuten. Das ist noch mehr als genug Zeit, um noch einiges zu reißen. Ah, und hier seht ihr auch schon eins dieser Lederzeichen. Sassy Pisos. Ich kann das euch auch gerade mal zeigen, indem ich einfach mein Zeichen lege. Huch, ich bin das so gewohnt, mach aus Dax. Seht ihr? Es ist lila. Ich mach das schnell weg, damit mir keiner auf den Nerv geht und ich wechsle auch direkt wieder zu den Sunbros. Denn ich bin als Sunbro till I die. Und selbst darüber hinaus. So, jetzt kommt eine etwas, sagen wir mal, trickige Passage. Wegen... Na, wo ist denn der Turm? Hä? Ah, da hinten. Wegen dem Kollegen da oben drauf. Ja, er schießt die Pfeile, ihr seht schon, hier hin. Und die machen, sagen wir mal, sehr großen Splash-Damage. Deswegen müssen wir da jetzt schnell hin. Und sagen, ey, Bro, it's me, Mario, ich bin dein Freund. Ihr könnt das Ganze auch euch ersparen, sag ich mal, dass ihr jetzt hier durchrennen müsst und getroffen werdet, indem ihr am Anfang des Begräbnisgeschenk junger weißer Zweig nehmt. Kommt ihr jetzt zwar, es ist nur einmaliges Durchrennen, also bringt es euch nichts und nehmt immer noch den feurigen Edelstein, weil es einfach mehr Sinn macht, aber... so könntet ihr das, sage ich mal, umgehen. Weil es ist doch jetzt schon wirklich nervig, weil hier liegen auch schon viele Items und es macht jetzt auch gleich bruch, Michael Bay mäßig. Hä? Doch, da, ich sag's doch. Oh, lass mich hier rein. Lass mich rein. Nein. Ah. 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 Lass mich durch. Gott. Ihr Wichser. Ah. Du Penner! Schieß lieber auf die! Meine Güte! Puh. So, hier ist ein Bosskampf. Den machen wir jetzt aber noch nicht. Es sei denn, hier sind NPCs. Ach, den Typ haben wir doch eben schon gesehen. Alter, Leute, wie mache ich denn das? Hier, ich könnte mal einfach das Passwort eingeben. Jetzt sieht man nämlich gar keine Rufzeichen mehr. Weil man kann das ja jetzt neuerdings auch so machen, dass man, wenn man nur mit seinen Kollegen zusammenspielen will, nur dieses Passwort nimmt. Und ich kann euch jetzt mal zeigen. So. Jetzt tauchen gleich wieder die Zeichen auf. Ja, da sind sie. Und das dann halt alles, sag ich mal, das nicht, also... Nicht NPCs, hört sich an. Lord Sox, auch cooler Name, ey. Aber ich suche halt, beziehungsweise ich möchte eigentlich nur mit NPCs spielen. Und deswegen machen wir das noch nicht. Sondern gehen erstmal weiter und gucken, dass wir auf den Turm raufkommen. Denn das ist weit wichtiger.
Denn es gibt noch ein paar Sachen da hinten, die ich gerne haben würde. Wo wir eben durchgerannt sind. Da gibt es eine Asche, da gibt es eine Estusscherbe. Die Asche ist auch sehr wichtig. Wieder eine Glut. Die macht mir Mut. So, hier geht's jetzt auch hoch. Gordon Ramsay. Als ob, ey. Aber hier gibt's gleich einen Hinterhalt. Und hier oben ist auch ein Lagerfeuer. Und außerdem treffen wir hier den Pyromantenlehrer. Also auch sehr wichtig. Lol. Da ist irgendwas runtergefallen, habt ihr es gesehen? Aber. Lecker, was der da drin hat, hä? Menschenragout oder so ein Kram wahrscheinlich. So, wir müssen jetzt erstmal durch. Denn hier sind wieder, ihr seht, diese Feuerfässer. Bro, Corbone! Kleine Titanitscherbe. Fehlt jetzt nur noch eine jetzt fürs nächste Upgrade. Hier ist nichts. Und hier ist das Lagerfeuer. Und natürlich wieder 100 Millionen Zeichen. I'm not creative. Wieder keine NPCs. Aber an einem Lagerfeuer sollte man das auch nicht erwarten, dass man NPCs trifft. So, der letzte. Durch und hier ist unser Pyromantenkollege. Oh. Welcome to my abode. I am Cornix, an old pyromancer. A crow in his cage, as you see now. But here we are, an encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. So, Cornix kehrt jetzt zurück zum Feuerbrandschrein. Hier haben wir noch eine Handaxt. Und wir müssen jetzt trotzdem den Weg erstmal weitergehen. Denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich sammle jetzt noch den Kleinkram ein, dann beende ich erstmal die Folge. Der Timer hat auch schon geklingelt. Den müsst ihr nicht unbedingt angreifen, der tut euch nichts. Der Feuerkrallenring, den ich eben aufgesammelt habe, der verstärkt übrigens Pyromantie. So, und hier machen wir erstmal Schluss. Ich danke euch natürlich wie immer fürs Zusehen
Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis dahin, haut rein. Tschüss.